Ihr fandet den Nicht-Simulator also richtig gut? Na dann habt ihr hier erstmal das Fanart des Tages. Meine werten Damen und Herren, das ist das Fanart und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr sehr viele Fanarts an unsere E-Mail-Adresse einsendet. Sendet gerne weitere Fanarts an die E-Mail-Adresse ein, damit wir weitere Bilder von euch einsenden und zeigen können. Meine werten Damen und Herren, und wir können hier auch gleich weitermachen und euch diesen wunderbaren, atemberaubenden, neuen Spielmodus zeigen. Und zwar müssen wir nämlich hier. Alles klar. Bitte geh nun in die Arena rein. Dort wirst du in der Lage sein, gegen andere Spieler zu kämpfen und ganz viele verschiedene Spezien von Oofs kennenzulernen. Folge dem Pfeil und gehe dadurch, bis du diesen blauen Rauch gespawnt bist. Super gemacht. Du bist nun in der Arena. Okay. Das hier ist also die Arena. Und es sieht so aus, als ob ich eine Waffe suchen muss. Das heißt also, ich muss die Oof-Coins hier sammeln. Okay, was sind denn die Oof-Coins? Und dann muss ich meine erste Waffe kaufen. Okay, tun wir das. Okay, du hast 40 Oof-Points gesammelt. Du kannst dir nun eine Waffe holen. Alles klar. Gut, dann werde ich mir jetzt erstmal eine Waffe holen. Warte mal, ich nehme hier nochmal ein paar Münzen mit. Das ist ja sehr viel, was hier gerade gleichzeitig passiert. Aber wir können jetzt tatsächlich den Oof-Simulator spielen. Das ist mal wieder ein sehr, sehr sinnvoller Simulator. So, jetzt habe ich mir dieses Schwert gekauft und kann jetzt hier Exit drücken. Wow. Dieses Spiel wird, glaube ich, richtig mega sein. Oh ja, heftige Musik, heftige Musik. Okay. Gut, das war das Tutorial. Gut, das heißt also, jetzt haben wir hier ein Noob-Schwert gekauft. Wahnsinn. Okay, das ist also der Oof-Simulator und hier kann man viele verschiedene Sachen machen. Man kann hier Münzen sammeln und man kann andere Noobs töten. Hier ist sogar ein Stone-Oof. Der Typ ist einfach aus Stein. Okay, wir machen insgesamt, machen wir gerade so um die 3 Damage die Sekunde. Okay, das ist natürlich nicht sehr viel und ich würde vielleicht auf einen normalen Oof gehen. Mal gucken, ob wir einen Oof getötet bekommen. Nimm das, du kleiner Oof. Was machst du da? Uff, nicht so herum. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da gerade gesagt habe, aber es gibt viele verschiedene Uffs und wir nehmen jetzt erstmal diesen Uff mit. Okay, für einen Uff bekommen wir Geld und viele andere Sachen. Ruhm und Reichtum. Und hier haben wir nochmal ein Schild, was sagt, Warnung, Sie betreten gerade natürliches Terror von unbekannten Oofs. Sie sind einer gefährlichen Radiation und Bakterien ausgesetzt. Oh, ich sollte vielleicht in Quarantäne gehen. Okay, gut, ich höre auf damit. Gut, wir haben hier, glaube ich, noch ein Halloween-Event gerade am Laufen, deswegen kann man hier noch weitere Sachen aufsammeln. Wenn wir Level 3 sind, können wir in die Oof-Minen gehen. Okay, also wir sind noch Level 1 und wir haben tatsächlich, hier ist einfach ein Großkopf-Oof. Okay, das ist sehr interessant. Wir können tatsächlich hier auch die Spieler sehen. Es gibt hier ein paar Spieler. Der höchste Spieler auf dem Server ist Level 14 mit 13.462 EP. Okay, das heißt, also, es ist gar nicht mal so leicht, wahrscheinlich an Level zu kommen. Ich gucke jetzt aber mal, was passiert, wenn ich einen Big Head Oof besiege. Okay, ich habe dafür ein paar Experience bekommen, aber nicht viel. Wir gucken mal, ob wir uns hier vielleicht noch ein paar Bomb Drops, Rain Coins, Oof Snack, Buy Points und VIP. Wir haben hier noch ein Menü, View Checklist, Shop. Wir gehen mal in den Shop. These features require VIP Membership. Ha, was? Ich muss einfach VIP kaufen, ne? Damit ich in den Shop kommen kann? Okay, dann kaufe ich mir mal VIP. Das heißt, ich kann das hier machen. Ich kann meine Farbe ändern. Ich kann dann Effekte kaufen, ne? Ich kriege mehr XP. Okay, das heißt also, okay. Wie viel kostet VIP? 395 Robux. Ja, okay, nee, das ist so, oder? Das ist so teuer, aber irgendwie auch nicht. Okay, ich nehme ihn, Okay, okay, ich hab's genommen. Okay, jetzt bin ich VIP und jetzt darf ich in den Shop gehen, oder was? Darf ich jetzt in den Shop gehen? Ich möchte den Shop gerne öffnen. Menü, Shop. Möchtest du zum Shop? Ja. Wo ist der Shop? Hä? Das ist doch der Shop. Ich bin doch beim Shop. Aber ist hier auch der VIP? Oh, da, die Effekte. Oh mein Gott. Okay, 200 OP. Purchase failed. Was? Ich habe gar kein 200 OP. Ich habe gar nicht so viel Geld. Hey, was soll das? Oh, jetzt muss ich mir noch Punkte kaufen, damit ich mir das überhaupt kaufen kann. Okay, wie viel kosten Punkte? Sagen wir 2500. Okay, kaufen wir uns 2500, damit wir uns einen Effekt holen können, okay? Oder wir können uns auch gleich bessere Waffen holen, okay? Oh, Pets können wir uns auch gleich holen. Okay, lass uns mal bessere Waffen lieber holen, ne? So, 100 OP, 300 OP, 600 OP, hier 1000 OP, 1800 OP. Die Noob-Pistole. Oh, nice. Die holen wir uns. Okay, dann haben wir die Noob-Pistole. Damit können wir jetzt viele Punkte, glaube ich, sammeln. Und wir können jetzt nochmal hier in den Shop reingehen. Und jetzt holen wir uns noch unsere Effekte. Okay, die haben wir verdient.
aber nicht heftige Effekte. Einfach die Feuereffekte. Damit haben wir sie. Und dann gehen wir nochmal jetzt in den Shop rein. Oh, wir brennen sogar schon. Und wir haben eine Pistole in der Hand. Junge, was läuft? Was läuft? Hier, Pam. Yo, yo, Water Oof. Das ist ein Wasser Oof. Hier hast du einen. Bam. Yo, Alter, diese Waffe schießt richtig langsam. Oh nein, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Okay, und noch ein Haustier. Wir können uns ein Basic Oof kaufen. Oder wir holen uns ein Classic Noob. Okay, wir holen uns ein Basic Oof. Dieses Spiel macht mich verrückt. Okay, jetzt haben wir uns alles gekauft. Jetzt haben wir die Robux ausgegeben, Leute. Ihr habt es so gewollt. So, okay, schießen wir den mal ab. Jetzt habe ich ihn nicht getroffen einfach. Was? Diese Waffe, die wir uns geholt haben, ist so schrottig, Leute. Mit der können wir einfach nur so... Okay, wir können die schon one-hitten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Damit sind wir schneller. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Big Head Oof besiegen wollen... Boah, den habe ich nicht mal getroffen. Los! 97! Ich schaffe es. Ich möchte gerne diesen Big Head Oof hier holen. 5 Leben noch. Und jetzt nochmal einmal drauf. Yeah! Okay. Das Problem bei diesem Spiel ist, wir haben jetzt sogar unseren Big Oof, ja. Wir haben sogar einen Oof als Haustier. Fragt mich übrigens nicht, was ein Oof ist. Es sind einfach diese Oofs hier von Roblox. Wir haben auch einen Plant Oof. Alter, wir machen nur 50 Damage. Warte, ich glaube, es ist schlauer, die Oofs so zu killen. Dann sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller. Oh mein Gott, der schießt mich ab, der Typ. Oh mein Gott, der hat eine riesige Waffe einfach. Was ist das für einer? Ist einfach ein Riesentyp, oder? Können wir eigentlich auch andere Spiele... Wir können andere Spieler abschießen, oh mein Gott. Okay. Und zack. Haben wir ihn getroffen? Nein. Lass ihn da. Oh, oh, oh. Der Typ läuft mit dem Dings da hinterher. Oh Gott. Das ist so ein Typ, der wahrscheinlich von der Radioaktivität getroffen würde. Okay, wisst ihr was? Ich brauche eine andere Waffe. Ich guck mal, ob ich eine Bombe spawn. Oh. Oh. Okay. Ich kann mit dieser Bombe. Kann ich tatsächlich eine Bombe auf den Planeten hier fallen lassen, ne? Aber damit werden alle Oofs getötet. Wir machen das. Kaufen. 199 Robux. Lass eine Bombe fallen. Oh, da ist die Bombe. Da sind überall Bomben. Töte alle Oofs. Okay. Oh mein Gott, die sind echt alle kaputt gegangen. Juhu. Oh mein Gott, überall explodieren Bomben. Jetzt sind echt alle Oofs kaputt gegangen. Habe ich dadurch jetzt Experience bekommen? Ja, ich werde gleich Level 2. Ich werde gleich Level 2. Ich muss mehr Sachen. Ja, ich bin Level 2. Oh mein Gott, das hat endlich was gebracht. Oh, ich bin sogar gleich wieder Level up. Oh mein Gott, das funktioniert einfach. Oh, diese roten Münzen sind heftig. Okay. Warte mal, weiter aufheben. Komm schon, Roman, bleib dran. Okay, da haben wir noch mal ein paar Münzen. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Münzen aufsammeln, weil die Münzen geben uns auf jeden Fall die Levels, Leute. Ich bin sogar bald Level 2. Level 3, meine ich. Warte mal, lass mal die Münze hier noch aufheben. Nice. Dann hier noch mal eine. Oh, die roten Münzen geben leider gar nichts. Aber sehr nice. Damit haben wir jetzt gerade wirklich viele Punkte gesammelt und viel gemacht. Damit können wir uns vielleicht sogar wieder eine andere Waffe holen. Also, weil ich muss ganz... warte mal, wo ist meine Waffe überhaupt? Ich habe gar keine Waffen mehr. Oh, egal. Wir haben jetzt wieder sehr viele Punkte und können uns jetzt eine neue Waffe davon holen. Lass uns mal die Punkte hier ausgeben und einfach mal stattdessen hier dieses Schwert hier. Oder nee, wir hätten dieses Schwert hier kaufen sollen. Kann ich mir noch Punkte kaufen? Wie viel kosten denn die Punkte? Hier 3500. Ja, Mann, dann kaufe ich mir einfach die hier für 220 Robux. Da habe ich mehr Punkte und dann habe ich das jetzt so und dann kaufe ich mir das. Yeah! Da habe ich das Big Oof Sword. Leute, das ist die dümmste Ausgabe, die ich hier jemals mache. Macht mir das auf gar keinen Fall nach. Aber ich habe jetzt das Big Oof Sword. Und jetzt kann ich hier die Oofs töten, ne? Und jetzt habe ich, zack! Jetzt kann ich auch das Mädchen hier einfach ganz easy. Bam, bam, bam! Easy going. Okay, dieser Typ, der mich vorhin verfolgt hat, an dem kann ich mich jetzt rächen. Okay, machen wir das mal. Wo ist denn der? Wir sind zwar nur Level 2. Oh mein Gott, da trägt jemand ein Aerosol-T-Shirt. Oh mein Gott, wie süß. Richtig cool, Leute. Ihr könnt euch übrigens auch gerne Roblox-T-Shirts von mir kaufen. Den wollte ich hier angreifen die ganze Zeit übrigens. Aber der ist in der Safe-Zone. Okay, also, der eine Typ, der das T-Shirt trägt, das ist tatsächlich ein Aerosol Roblox-T-Shirt. Falls ihr das gerne mal auch haben wollt, schaut auf jeden Fall in der Roblox-Gruppe vorbei. Da könnt ihr das gerne mal ansehen. So, jetzt kann ich mal hier gegen einen Cobblestone-Oof kämpfen. Und man bemerkt direkt so, mit dieser neuen Waffe hier bin ich ja viel schneller unterwegs. Zum Beispiel, ich kann jetzt auch den Plant-Oof töten, okay? Es ist ein Hecken-Oof oder sowas. Ich weiß nicht ganz genau, was das darstellen soll. Aber es ist auf jeden Fall cool anscheinend. So, lass mal noch einen Water Oof mitnehmen. Oh yeah, das sind die Oofs, die ich möchte, Baby. So, was ist das für einer? Der ist im Safe Mode. Okay, da habe ich nochmal einen Grass Oof für 80. Let's do it, Baby. 210, sehr nice. Ein Small Oof.
Ein weiteres Small Oof. Easy. Dann haben wir da nochmal einen roten Oof. Oh Mann, wir sind bald Level 3. Dann können wir uns endlich die anderen Sachen da noch angucken. Okay. Lass uns den noch angucken. Oh mein Gott, da greift mich einer an. Ich hab ihn. Oh, ich hab ihn weggeooft. Oh, Baby. Dann ist den hier. Oh, wir sind reloading. Okay, da ist nochmal jemand, der gegen uns kämpfen will. Lass uns gegen den kämpfen. Ah, ne, der ist Level 5 und im Safe Mode. Okay, verstehe. Dann lass uns den Big Oof hier noch mitnehmen. Big Oof, hit on it. Okay, easy. Lass uns den hier noch mitnehmen. 246. Jetzt brauchen wir nur noch einen, dann sind wir Level 3. Okay, let's go. Da, der Large Big Oof. Okay, das ist unser Dritter, mit dem wir uns hier die Experience holen möchten. Oh mein Gott, der greift mich einfach an. Meine eigenen Fans greifen mich an. Was soll das? Hier, das nochmal. Die Fans versuchen mich mal wieder anzugreifen, ne? So wie das auch beim letzten Spiel war, was ich gespielt habe. Yeah, Level 3. Okay, jetzt kann ich in die Oof Mines gehen. Schauen wir uns die Oof Mines an. Oh, Baby. Das sieht cool aus. Nice. Das heißt also, hier ist dann nochmal das nächste Level. Da sind Jade-Oofs. Hier gibt's Bronze-Oofs, Lapis-Oofs, Silber-Oofs, Diamond-Oofs, Diamond-Oofs, Osmium-Oof. Was ist denn Osmium? Gold-Oof. Oh mein Gott. Und hier sind überall solche Helme, wahrscheinlich von den Leuten, die hier hacken und so herumhacken und Erze farmen. Ein sehr harter Job. Dann können wir hier noch zur Seite reingehen. Auch nochmal eine Höhle oder sowas in die Richtung. Schauen wir mal rein, welcher Oof sich hier drin verlaufen hat. Hat es sich ausgeooft? Wo sind wir hier? Wir haben hier ein Labyrinth oder sowas, hä? Huh? Ein Oof-Labyrinth? Kann man das hier aufmachen? Nein. Okay, es ist ein Riesenlabyrinth, so wie es aussieht. Ist hier irgendwo ein Monster oder so? Ich weiß es nicht. Ah, Level 4 wird benötigt. Oh, okay. Da hinten sind Geister-Oofs. Oh, jetzt wurde ich wieder zurückgeworfen. Okay, damit haben wir uns auf jeden Fall einen Großteil der Map angesehen, meine werten Damen und Herren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und ooft euch ins nächste Leben. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Tschüss, Kowski. Schaut im Shop vorbei. Ciao, ciao, ciao. Schokolade.